Liebe TV-Übriginal-Zuschauer, recht herzlich willkommen hier jetzt in Reilingen. So läuft der Hase bei der Gemeinde Reilingen. Das ist der Slogan. Also, jetzt zeige ich Ihnen mal etwas, was hier unbedingt mal zu erwähnen wäre. Fahren wir weiter. Hier haben wir jetzt zum Beispiel die evangelische Kirche in Reilingen. Im neuen Glanz soll sie erstrahlen. So hat es dann auch die Firma Schall und Licht gemacht. Sie hat hier überall ganz hochwertige LED-Lampen eingebaut und lässt jetzt nachts die schöne Kirche hell erstrahlen. So ist der Wunsch gewesen. Und einige Zeit vorher hat man das Gleiche bei der katholischen Kirche gemacht. So, das ist jetzt auch etwas ganz Neues. Jetzt geht es weiter zum nächsten Punkt hier in Reilingen, wofür wir heute unterwegs sind. Katholische Kirche Reilingen, hier auch an der Hauptstraße. Hier wurde auch alles wunderschön montiert mit LED-Lampen von der Firma Schall und Licht hier in Reilingen. Die macht ja auch Beleuchtungen für Firmen, für Gewerbe und natürlich auch auf Veranstaltungen. So, und hier sind wir jetzt bei der katholischen Kirche in Reilingen und ich lasse Ihnen jetzt auch mal die Aufnahmen machen von den Lampen, die hier vor ein paar Jahren installiert wurden. Und aufgrund des großen Erfolges, weil es jedem gefallen hat, ist dann auch der Auftrag gekommen für die evangelische Kirche. Liebe weitere Gemeinden, Städte und Verbände, wenn Sie auch so eine Beleuchtung benötigen, Schall und Licht in Reilingen macht das für Sie ganz unkompliziert. So, und dann werden wir weiterfahren ins Neubaugebiet und zeigen Ihnen, wie Reilingen wächst. Reilingen braucht einen neuen Heimwerkermarkt oder Baumarkt. Hier sind sehr, sehr viele Reilinger aktive Bürger, die immer wieder was zu Hause machen oder an ihrem Betrieb oder im Garten oder sonst noch was. Sogar die Vereine sind sehr aktiv. Also leider hat aber unser jahrzehntelanger Reilinger Baumarkt zumachen müssen. Liebe Leute, wenn Sie vorhaben, ein neues Geschäft irgendwo zu eröffnen, dann kommen Sie einfach nach Reilingen, eröffnen Sie hier einen Baumarkt. Der Bedarf ist da. Und warum der Bedarf noch stärker wird als vorher, zeigen wir Ihnen jetzt bei der nächsten Tour, dort wo wir hinfahren. Denn Reilingen wächst. Reilingen wird immer größer. Reilingen wird immer interessanter. Schauen Sie selbst. Folgen Sie uns. Gesundheit. Ja, ihr lieben Zuschauer, wie ihr sehen könnt, hier in meinem Hintergrund unglaublich viele Bauplätze, unglaublich viele neue Einwohner hier in Reilingen, die jetzt ihr Zuhause hier bauen. Ja, hier entsteht einiges, hier ist die Zukunft auch von Reilingen gesichert. Je mehr Leute nach Reilingen ziehen, umso mehr wird natürlich auch die Wirtschaft und das Gewerbe unterstützt. Also deshalb kommen Sie nach Reilingen, machen Sie Ihren Gewerbebetrieb hier in Reilingen auf. Die Bürger werden es Ihnen danken. Wir sind jetzt angekommen hier in Reilingen bei dem Kleintierzuchtverein, KTZV wird es auch genannt. Hier haben Sie die Möglichkeiten, Kleintiere zu züchten, zu pflegen, ein neues Zuhause zu geben. Natürlich sucht der Kleintierzuchtverein gerade eben für seinen Gaststättenbetrieb einen neuen Pächter. Also es sind alle Leute aufgerufen, die den Koch erlernt haben, hier sich zu melden beim Kleintierzuchtverein in Reilingen, dass auch hier der Gaststättenbetrieb wieder laufen kann.
Hier sind regelmäßige Veranstaltungen und wenn bekannt wird, dass hier ein neuer Pächter ist, der leckeres Essen macht, kocht und die Leute natürlich auch bedient, dann werden umso mehr hierher kommen und natürlich für Umsatz sorgen. Ja, hier kommt ein Vereinsmitglied. Entschuldigung mal bitte. Wir machen gerade eine kurze Dokumentation über Reilingen. Alles, was interessant ist, und sind jetzt hier beim Kleintierzuchtverein gelandet. Hier wird noch ein Pächter gesucht? Ja, immer noch. Und wie viele Parzellen sind hier eigentlich, wo man seine Kleintiere eigentlich züchten und pflegen kann? 12. Gut. Und gefällt es Ihnen hier? Klar, sonst wäre ich ja nicht hier. Das ist richtig, ja. Und was haben Sie hier? Hühner? Hühner. Die legen fleißig Eier? Ja, nur im Moment ist es zu kalt für die armen Tiere. Im Frühjahr geht's besser. Liebe Zuschauer, Sie haben es gehört, es wird noch ein Pächter gesucht. Natürlich auch noch neue Mitglieder. Es sind bestimmt noch ein paar Parzellen frei, oder? Ja. Und dann kann man mit denen gestalten und machen, was man will, so wie man es liebt? Man kriegt sogar Hilfe gestellt. Finanziell nicht, aber arbeitsmäßig. Wunderbar, besser kann es ja nicht sein. Was ist das hier eigentlich für eine Adresse jetzt ganz genau, wenn einer mit dem Navi hierher fahren will? Wilhelmstraße 40/2. 68799 Reilingen. Ja. Wissen Sie zufällig die Telefonnummer, dass man jemanden erreichen kann? Im Moment ist keine Telefonnummer geschaltet, aber ich kann Ihnen die Telefonnummer geben von einem Vorstand. Ja. 0151 555 97917. Vielen herzlichen Dank für Ihre Mithilfe. Liebe Zuschauer, bis zum nächsten Mal und meldet euch hier beim Kleintierzuchtverein in Reilingen. Vielen Dank für euer Zuschauen. Ihr Oliver Döll. Dankeschön, danke. Melden Sie sich einfach beim Kleintierzuchtverein in Reilingen. Vielen Dank für Ihr Zuschauen. Das passt zu dem Thema, Reilingen baut auf. So läuft der Hase. Wir haben es vorhin gesagt, Neubaugebiet, da wird aufgebaut. Dann, wir brauchen einen neuen Heimwerker, Baumarkt. So, und hier sehen Sie jetzt zum Beispiel Schubertstraße, Matthias Krämer, der Heizungsmeister, Sanitär und Wasser, wird demnächst hier seinen neuen Laden eröffnen. Nämlich hat er hier seinen Ausstellungsraum mit verschiedenen Heizungsteilen, Wasserhähnen, Waschbecken, Spiegel und so weiter. Man muss nur ein bisschen Mut haben und dann kann man auch etwas sehr stark erreichen, wenn man das Ziel gesetzt hat, so wie der Matthias Krämer hier. Ja, und hier in der Schubertstraße werden Sie dann auch glücklich werden, wenn Sie sanitäre Anlagen oder andere Sachen für Ihre Heizung benötigen. Der Mann vom Fach, vom Keller bis zum Dach, Matthias Krämer. Und es wäre toll, wenn ich auch über Sie mal berichten könnte, weil Sie den Mut haben, hier in Reilingen auch etwas richtig bekannt zu machen und für die Bürger da zu sein. Vielen herzlichen Dank für Ihr Zuschauen.